Was lernt man als Lehrer von einer Prüfung? Viel. Die Antworten sind häufig aufschlussreicher als jeder Feedbackbogen. Das Sample ist größer und die Rückmeldungen sind direkt und unverfälscht. Wenn du selber etwas falsch oder missverständlich erklärt hast, dann merkst du es spätestens bei der Prüfung. Aber lasst mich von Beginn anfangen. Wie viele von euch wissen, unterrichte ich seit 20 Jahren am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Hauptuniversität Wien. Früher habe ich Pro-Seminare und Übungen gehalten, seit einigen Semestern den Praxisteil der Social-Media-Einführungsvorlesung. Professor Arni Walther macht den Theorieteil und am Ende des Semesters legen die Studierenden eine gemeinsame Prüfung über beide Teile der Vorlesung ab. Bei 400 Studenten ist natürlich eine Multiple-Choice-Prüfung wesentlich bequemer als offene Fragen, aber da unsere Vorlesung inklusive der Prüfung sowie alle Lehrveranstaltungen derzeit komplett online stattfindet, stellen wir 10 offene Fragen. Also 5 von mir, 5 von Professor Walther. Die müssen die Studentinnen dann beantworten und können pro Frage maximal 10 Punkte, also insgesamt 100 Punkte erreichen. Am 28. Jänner fand unser erster Prüfungstermin statt mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, a 5 Fragen. Ihr könnt euch also vorstellen, was für einen Korrekturmarathon ich am Wochenende hingelegt habe. Da träumst du dann anschließend von Excel-Sheets. Ich bin ja per se nicht so der große Fan von Prüfungen, aber bei Vorlesungen, bei denen übrigens auch keine Anwesenheitspflicht herrscht, schreibt die Universität schriftliche Abschlussprüfungen vor. Umso mehr freut es mich, dass die Punkteverteilung absolut erfreulich ausgefallen ist. Sehr aufschlussreich für mich, ich habe eine Frage gestellt, bei der es darum ging, wie das Targeting auf Social Media Plattformen funktioniert. Und die wurde auch großteils richtig beantwortet, eben nach demografischen Kriterien, mit diversen Retargeting-Optionen, mit Interessen, unterschiedlich je nach Plattform. Und einige haben auch dazu geschrieben, durch ausgewertete Alexa-Sprachaufnahmen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in dieser Einheit eben auch nebenbei erzählt habe, dass an experimentellen Systemen gearbeitet wird, dass Alexa-Aufnahmen automatisiert ausgewertet werden und dass solche Daten zukünftig auch für Werbetracking verwendet werden können. Was heißt Targeting? Laut Wikipedia, Targeting ist ein Regelverstoß im nach NCAA-Regeln gespielten American Football. Wie bitte? Natürlich kannst du, wenn du Social-Media-Kampagnen schaltest, keine Keywords von Alexa verwenden. Aber mir ist dann klar geworden, nachdem das in einigen Antworten aufgetreten ist, eben dieser Teil, dass ich ganz einfach nicht klar genug kommuniziert habe, dass es sich im einen Fall um praktische nutzbare Systeme handelt und im anderen Fall um experimentelle Targeting-Möglichkeiten. Also mit anderen Worten, ganz allein mein Fehler. Selbstverständlich habe ich dafür niemanden einen Punkt abgezogen. Und genau das habe ich eingangs gemeint mit aus Prüfungsergebnissen lernen. Wir verlangen kein stures Reproduzieren von Definitionen, sondern es geht um Reflexion. Also ist es als Lehrveranstaltungsleiter meine Verantwortung, wenn ein großer Teil der Studierenden bei der Prüfung durchfällt oder die Fragen nicht richtig verstanden hätte. Und ich werde im nächsten Semester ganz besonders darauf achten, deutlich zu kommunizieren, welche Targeting-Optionen jetzt schon verfügbar sind und bei welchen es sich lediglich um experimentelle Module handelt. Und ja, auch sehr spannend bei der Prüfung, ich habe auch eine Frage gestellt zu Storytelling. Thomas Geiswinkler hat da einen Vortrag gehalten, einen Gastvortrag, der wohl sehr in Erinnerung geblieben ist. Bei dieser Frage hatten fast alle Studierenden die vollen 10 Punkte. Also lieber Thomas, Storytelling ist jetzt ja gut bekannt und sitzt. Warum nur fast alle? Naja, den 10 Kolleginnen und Kollegen, die weniger als 31 Punkte erreicht haben, denen unterstelle ich mal, dass sie nicht bei den Livestreams dabei waren und sich auch nicht alle Anzeichnungen zumindest einmal angeschaut haben vor der Prüfung. Und dafür kann ich nun wirklich keine Verantwortung übernehmen. Im Übrigen freue ich mich schon sehr auf das nächste Semester und werde wieder mein Bestes geben, egal ob wir uns virtuell, digital oder analog und face-to-face sehen. Ich möchte ja nicht, dass es mir so geht wie dem Kollegen, der den Hörsaal betritt und dort einen neu montierten Garderobenhaken sieht. Und drunter hängt ein Zettel nur für Vortragende. Und beim nächsten Mal, als er wieder im selben Hörsaal die Vorlesung hält, hängt drunter ein Post-it, auf dem steht, kann auch für Kleidung benutzt werden.